Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und unser Server spackte so sehr rum, dass wir den Anbieter gewechselt haben. Leider müssten wir da wieder von vorne anfangen. So. Ich bin im Scheißgebiet. Also verbrannt. Ja, ich bin auch im verbrannten Gebiet. Wenn du meine Einladung annimmst, dann können wir uns sehr leicht finden. Oh, du hast schon eine Einladung geschickt. Ist ja fantastisch. Und wie weit bist du weg? 700 Meter und ich bin fast im Waldgebiet. Ich auch. Dann werden wir wahrscheinlich dieselbe Richtung einschlagen. Ne? Oh, Compoundbogen gleich am Anfang. Alter. Stufe 2. Edel. Keine Pfeile. Und trotzdem, du hast einen Compoundbogen, Mann. Ich mach erstmal wieder hier, dass ich mindestens eine Keule und einen Bogen habe. Einen Bogen habe ich schon. Ja, ich muss das ja trotzdem machen. Ich habe ein eine Schraubzwinger-Dingsbums. Schraubzwinger-Dingsbums. Ja, Schraubenschlüssel. Guck mal hier ins Häuschen, da ist bestimmt wer drin. Hallo, ich bin's, der Heinrich. Seid nett zu mir. Ich bin neu in der Nachbarschaft. Ah, ich bin weg. Ich habe ja keine Waffe. Du hast doch deinen tollen Bogen. Ja, aber ohne, ne? Ohne Munition bringt einem nichts, ne? Da hast du wohl recht. So, ich mach jetzt erstmal so ein bisschen durch die Wölkes. So. Sammel ein paar Dosen. Wissen, Dosen können wichtig sein. Ja, Dosen erstmal aufheben. Dosen werden erst dann nicht mehr aufgehoben, wenn wir einen Kochtopf haben. Genau. Kochtopf ist wichtig denn je. Schlafsack. Einmal den Schlafsack platzieren. No. Zack. Lass mal erstmal da jetzt in der Putnik stehen. Ich laufe jetzt irgendwie erstmal nach Norden. Jo. Da beginnt das Waldgebiet. So, Schlaf. Sack platzieren. Da, pack Schlafsack hin. Nimm Schlafsack Juhu. Auf. Ah, ha, ha. Was denn? Entschuldigung, aber da war gerade ein Zombie hinterm Baum. Das klang aber komisch. Entschuldigung. Der stand da einfach so rum. Muss ich Holz sammeln, verdammte Kacke. Wo ist Holz? So, da wollen wir uns mal Klamotten machen. Das war auch El Klamottos. Nee, Los Klamottos, Entschuldigung. Nenn das Baum. Stirb Baum. Du oder ich. Zack, komm her. Ah. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Baum hat verloren. Federn. Schön viele Federn. Zack. An. Nicht so nackelig sonst. Nackelig? Ja, nackelig. Finde ich nicht schlecht. Ich bin jetzt aber nicht mehr nackelig. Wir sind gerade in dem Erholungsgebietsee, glaube ich. Haben wir das schon mal, ja, ne? Ja. Sehr ätzend. Fängt man immer in derselben Ecke an, oder was? Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee, es ist ein anderer See, glaube ich. Also ich habe letztes Mal nicht im verbrannten Gebiet gestartet. Ich glaube, nee, das ist ein anderer See, weil hier ist eine Insel in der Mitte. Oh, Insel in der Mitte. Hallo, Zombielein. Ich bin weg. Also er sieht zumindest irgendwie anders aus. Und hier ist irgendwie auch ein cool aussehendes Gebäude.
Aber es könnte auch potenziell gefährlich sein. Ich weiß nicht, ob die Zombies in der Lage sind, auf das Dach hochzulaufen. Ja, wenn eine Leiter da ist, ja. Ja, das Dach ist schräg. Oh nee, das ist nicht gut. Das Dach ist schräg. Die Zombies können da hochlaufen. Oh, ein Blaubeerkuchen. Also das Dach ist erklimmbar, das heißt für uns nicht zu gebrauchen. Aber da vorne... Oh, was ist das denn für ein Riesending da? Uhuhu. Aber ich sehe ein anderes Haus, das Potenzial zu haben scheint. Mhm. Aber machen wir uns erstmal einen Holzknüppel. Zack. Ja, Knüppel ist ganz gut. Jo. Dann kann ich jetzt vor allem auch anfangen, einen Bogen zu bauen. Und ein paar Pfeile. Ich kann zwar erst 9 bauen, weil ich habe nicht mehr Holz. Oh, fuck! Aua, 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 oh scheiße, ich blute. Oh, das ist nicht gut. War ein Zombie, der hat mich halt von hinten attackiert, während ich hier Bogen bauen wollte. Das ist frech. So ein Arsch. Das Wasser sieht aus der Entfernung echt scheiße aus. Ja, ich bin hier. Hi. Oh, hi. Ja, du hier. Da vorne das Häuschen. Das sah. Ach, das habe ich nicht gesehen von der Ferne ganz nett aus. Hallo Katze. Katze, willst du hier? Ja. Das Wasser ist gerade buggy bei mir, bei dir auch? Sieht so in der Ferne, sieht auch komisch aus. Von nah sieht's okay aus, aber so ein bisschen weiter weg. Die letzten Male so gelobt. Ich klopp dich kaputt! Genau, zeig's den Zombie. Ich und mein Knüppel! Ich? Nee, ich habe keine Feder. Das ist ein Bär. Mit dem würde ich umlaufen. Denkst du, ich habe auch nur ansatzweise genügend Pfeile für einen Bären. Ey, was ist das? Ein Hafen? Das sieht cool aus, ne? Oh, Feder. Du baue mir gleich Pfeile. Ja, sieht wirklich cool aus. Aber wir gucken uns erstmal das Häuschen hier an, ne? Ja. Oh, wie bist du denn da hochgekommen? Ah, voll daneben geschossen. Dass die Waffen immer von einem selbst so kurz scheinen. Niedergeknüppelt! Ja. Oh, ein Gasgrill. Drinne sitzt noch eine Frau. Schleichschaden. Oh, ist umgekippt. Und nochmal. Ja, deswegen hab ich grad nicht getroffen. Tot. Da liegt einer auf dem Boden. Nicht. Einer kommt aus dem Schrank gerade raus. Ich weiß. Was mir ja einfällt, wir sind ja jetzt bei einem anderen Anbieter. Dass da vielleicht einfach die Server nicht so leistungsfähig sind wie bei dem anderen? Keine Ahnung. Es könnte natürlich sein, dass es da
Wobei der jetzige teurer ist als... Oh, ich habe einen Kochtopf. Das ist super. Ich bin im Keller. Okay. Ich würde sagen, hier können wir bleiben erstmal. Das gefällt mir, das Häuschen. Ja? Ja. Oh! Das ist ja fies. Das war eine fiese Falle. Aus dem Metallding ist sie gekommen. Das war keine normale Schrankwand oder so. Das war neu. Ah, da kommt gleich der nächste, ey. Stirb und geh nach Hause. Der kam hier seitlich raus, ist der hart. Extra so gelegt, dass wenn du lootest, gleich einen auf den Arsch kriegst. Ah, hier unten ist auch noch eine Tür, das ist gut zu wissen. Nach außen, oder? Nach außen, ja, ja. Naja, musst du den ganzen Keller verbarrikadieren, ey. Ja. Ah, leider ist das Destroyed Workbench. Schade. Wäre so schön gewesen, gleich eine funktionstüchtige Workbench. Das wäre ein Traum. Aber ich bin auch gleich voll, ey. Ich bin schon voll. Dann mal wieder hoch. Ist hier leer alles, ja? Das Ding nicht noch eine zweite Etage? Ja, ja, ja. Was sind hier die Treppe? Seitlich, weiß gar nicht. Achso, oben bist du schon. Hm. Sah so aus, als ob das eine zweite Etage hätte, du. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, aber... Da oben ist auch noch ein Fenster. Vielleicht von der Seite einen extra separaten Eingang, aber... Hm. Kannst du mir jetzt nicht denken. Nö. Mist, ich hab kein Holz. Hier hinten ist nix. Na gut, dann baue ich mir halt eine Leiter. Oh, Bär. Ich bin weg. Geh nicht zur Straße, da ist ein Bär. Nee. Ah, wenn das Haus keine zweite Etage hat, muss ich ja nochmal überlegen, ob sich das so super eignet als Basis. Wir können uns das andere Haus dann noch angucken. Ich wollte hier erstmal hoch. Ich wollte gucken, was da oben noch ist. Ah, mach doch. Mach ich auch. Mach! Mach ich auch! Zähl nicht, oh, was mach. Bist du zickig. Bist du schon oben? Ich bin gerade dabei. Ich komm mit. Lass uns hacken, zusammen geht's schneller. Das ist ein Geheimgang, du. Oh. Ach dir. Zombie frei? Nein. Na, Tussi, wo bist du? Also zwei. Ach, die will auch raus. Da hinten. Ach. Ach, da ist ein Loch in der Wand. Hast du? Hast du? Hast du? Ach, da. Hi. Eine Revolverheldkiste. Oh, zwei Waffen habe ich gefunden. Zwei Pistolen. Ich habe auch eine. Ohne Schrotflinte. Mechanical Parts. Okay. Ah, da oben war ich schon. In den Fässern gab's ja nichts, ja, ne? Nee, ich glaub nicht. Hau nochmal einen kaputt. So, ja, das Haus ist cool, aber nicht wirklich geeignet. Nee.
So, die leeren Dosen zerlege ich jetzt. Weil ich habe ja einen Kochtopf. So, die fülle ich gleich auf, Gläser. Das ist eine hervorragende Idee. Ich glaube, diesen Gebietsschutz haue ich mal weg. Brauche keine Sau. 9 leere Gläser habe ich. Nett. Brauch Steine. Ja, brauche ich auch, damit ich mehr Pfeile kriege. Ja. Ja, es scheint wirklich irgendwie ein Hafen oder so zu sein. Da steht Bait, also Köder. Sallys Bait. Aber da, warte mal, bevor wir reingehen, auf der anderen Seite zum Wasser hin stand noch mehr. Habe ich gerade gelesen oder gesehen. Wasserstand weiß ich nicht. Jetzt Lucky Lucky machen. Irgendwas mit Sand und Worms. Nicht, dass da wieder irgendwas mit Falle steht und wir laufen einfach rein. 9 Millimeter oder 9... Doch, könnte Millimeter sein. 9 Millimeter Sand Worms? Kann nicht sein. Sandwürmer? Ach, das ist auch mehr. Das ist auch irgendwas mit Jimbo und... Ich habe keine Ahnung. Da steht zu viel dran. Na toll. Wir hatten nicht viele Pfeile. Aber wir können zumindest da oben übernachten, also. Ja, das können wir auf jeden Fall. Oh, Mikro. Entschuldigung. Ah, da kommt schon mal ein Freiwilliger. Auch so zu wackeln, das kostet Pfeile. Ja, kaputt gehen ist auch scheiße. Ey. Keine Reichweite mit dem Knüppel hier. Hat er daneben geschossen? Ja, ich habe einen daneben geschossen. Ah, ich sehe aber nichts. Na, oh, es kommen noch mehr. Pfeil ist kaputt. Pfeil ist daneben. Warum gehen die kaputt bei dir, du Horst? Bleib doch mal. 5 Pfeile geschossen. Alle gehen kaputt. Worms for you. Ah, ich will den Pfeil. Gib mir den Pfeil, Mensch. So. Worms for you, ja. Und Jimbo. Paul's Maria. Eis. Oh, da ist ja schon einer. Oh mein Gott, hier ist eine funktionierende Workbench. Wo bist du denn reingegangen? Ich, hab's ich bin noch draußen. Ach so. Die sind echt Boote, ne? Oder so Bootsanlagen. Oh, ich habe Freunde. Wo bist du denn? Ganz viele. Ich habe ja eine Waffe gefunden. Ich glaube, ich schieß mal ein bisschen. Hallo? 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 Hast du mich gerade geschlagen? Ah, 7 Schuss gönne ich mir noch. Kriege ich Munition wieder? Das glaube ich nicht. Das wäre ja echt sowas von cool. Oh, da kommt noch mehr. Pass auf. Wow, danke. Oh, ich will auch. Ich habe nicht so viele Pfeile. Was soll ich machen? Hm. Oh, jetzt setze ich mich auch mal auf den Boden. Ich glaube, hinter uns kommen auch schon wieder 3. Wenn die Pfeile nicht mal kaputt gehen würden. Ah, ich komme mich um die Strippe ran. Oh, da ging er neben.
Hey, ich muss Steine kloppen. Aua! Letzter Pfeil. Aua! Ich bin fast tot, ich verblute und ich habe kein nichts zum Verbinden. Ich möchte es ja nur mal sagen, ich verblute gerade. Sorry. Weil irgendjemand mich... Ich bin tot. Weil irgend so ein Idiot mich erschossen hat. Kann ja keiner ahnen. Dass du mich triffst, wenn du in meine Richtung schießt? Da waren drei Zombies vor dir. Scheiße, ich bin auch fast tot. So, jetzt nehme ich aber meinen Schlafsack mit. Oh, ja, scheiße. Du bist mir ein Horst, ey. Ihr lauft doch nicht in meinen Pfeil rein. Katze, ich kann mit dir jetzt nicht kuscheln. Ja, ich bin auch gleich tot. Oh, falsche Waffe, scheiße. Oh, falsche Waffe. Oh, falsche Waffe. Oh, falsche Waffe. Ich habe sie gerade mit der Steinaxt bekämpft. Oh, toll, jetzt ist das da einmal auf der anderen Seite, ey. So, ich habe doch eine Spitzhacke gefunden. Wo ist die? Ich brauche Stein und Federn. Ich brauche alles. Das Gebäude ist zu viel für uns. Wir gehen in der Nacht erstmal auf das Dach von dem anderen Gebäude. Besser ist. Und dann klären wir das da. Puh. Ah, ich kann mich. Du warst aber schon angeschlagen, weil... Ja, ich war schon angeschlagen, aber du hast mir eine blutende Wunde zugeführt. Und da ich nichts mehr zu verbinden hatte, bin ich verblutet. Ich hab dir den letzten goldenen Schuss gegeben. Ah. Sorry. Weil solche Verbündeten hat. Oh, keine Feinde mehr, nee. Ich mach sie alle platt, ich töte sie alle. Egal, ob Freund oder Feind. Ich kill alles. Tot. So, Rezepte, krieg ich ein paar Pfeile. Heinrich der Berserker. Smash! Ich brauch Federn, verdammte Scheiße. Ich brauch mein Zeug! Nee, erst bringe ich meinen Schlafsack auf das Dach von diesem Haus. Ja, mach das. Ich hab's ja auch nicht gemacht. Das Erste, was ich mache. Das Problem ist nur... Diese Geheimkammer da oben. Oh, wieso komme ich jetzt da nicht hoch? So. So, Schlafsack in die Geheimkammer. Mission complete. Mein Schlafsack, Geheimkammer. Katze, ich habe immer noch keine Zeit. Oh Gott, das ist ja schon 18:20. Ja. So, Gott sei Dank, jetzt habe ich alles wieder. Ey, ohne die Schusswaffen wären wir eh schon geliefert gewesen. Sprich für dich. Katze, du ziehst an mein Headset. Oh, Katze, es tut mir leid, dass ich dich gerade ein bisschen angeditscht habe. Die kommt ja auch einfach hierher und will schmusen, ne? Das geht nicht einfach so, Katze. Das geht nicht so, wie du denkst. Ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Also, ich glaube, ich verbringe die restliche Zeit damit, Bäume und Stein zu hacken. Deine Leiche hast du gefunden? Ja, meine Leiche habe ich gefunden, danke. Bitte. Dann geh ich auch schon mal. Geh ich nochmal rein. Oh, hier ist er. Bitte. Eine heile Workbench. Ja, hast du mir vorhin zugehört? Achso, nee. Du bist ja gestorben, du hast so viel geredet. Das habe ich dir gesagt, bevor. Liebe Zuschauer, wenn ihr wollt, dass ich mit Heinrich irgendwas mache, wie ihm einmal kräftig auf den Hinterkopf hauen, weil er einfach manchmal es verdient,
Sagt mir Bescheid. Ich werde das ausführen. Nein, bitte. Oh, Katze! Katze! Ah! Ah! Brave Katze. Zieht die einmal schnell. Die hat sich einmal um mein Kabel gewickelt und abgezogen. Mit meinem Headset und meine Ohren sind hinterhergezogen worden. Du Katze. Mensch. So, ich bring nur was zu. Ich bring nur was zu trinken mit hier. Hab ich vorhin schon erzählt, warum hörst du mir nicht zu? Alter, ich hab dir als erstes von dem Bär erzählt. Alter, ich hab dir auch von dem Bär erzählt, schon vor dir, du. Du hast mich erschossen! Ja, einer muss es ja tun. Von sich aus wirst du ja nicht erschossen. Ich werf gleich eine Spinne nach dir. Hm. Ja, ich hab hier eine Spinne liegen. Eine Plüschspinne. Eine Wollspinne. Eine Wollspinne, okay. Hm. Puh, klingt auch gefährlich. Ach, du bist da im... Naja, ich habe ja schon mal was zu trinken organisiert, so. Oh, habe ich da noch leere Flaschen? Also wenn ich hier schon... Zwei leere Flaschen. Wenn wir schon für irgendwas sterben, dann kann ich hier auch schon mal gucken, ne? Ah, Schleichschaden, du kleiner Scheiß-Cowboy. Bleibst du auch liegen? Ah, schieße ich dir einfach mal in den Hintern, dann bleibst du auch liegen. Der war daneben. Ich finde das toll, wie sie aussehen, wenn sie ganze Federn immer. Ja. Ah, der hat alle Pfeile kaputt gemacht. Gesicht. Oh, Fleisch und Mais. Ein Kühlschrank hier oben war leer. Oh, du, hier liegen einfach Pillen. Oh, das war einfach kaputt gegangen, habe ich mich gerade erschrocken. Aber dich über mich lustig machen. Ich wusste nur nicht, dass diese Pillensachen kaputt gehen. Ich habe die noch nicht gesehen gehabt. Das war neu für mich. Nee, hier oben ist echt erbärmlich. Oh, was haben wir hier? Drei gleiche Zombies, die liegen. Ich möchte dich nur daran erinnern, dass es bereits 20 Uhr ist. Ja, ich mach die ganz schnell platt. Wolltest du es? Alle drei in Schleichschaden. Leider sind auch alle... Nee, ein... Oh, der lebt noch, der andere. Das geht ja gar nicht. Da kommt mein Knüppel. Aua! Was ist dahinter? Kann man da aufs Dach? Mach hier mal die Tür zu. Okay, die kommen von da. Dann komme ich jetzt mal rüber. Mhm. Ja, also das Gebäude ist hier ganz cool. Also ich habe jetzt nicht den geilsten Loot gefunden, aber... Ich finde es cool, weil sowas noch nicht gesehen zu haben. Ja, das Ding ist, wir müssen nur gucken, ob wir das auch wirklich nutzen können. Nicht, dass das zu groß Nee, das ist. Gebäude kannst du knicken. Ich glaube, das ist Müll. Ja, also es ist, glaube ich, echt zu groß. Hallo, Minusch. Oh, aber es sieht halt einfach klasse aus. Ja. Ach, Tier. Ah, die Katze will unbedingt Aufmerksamkeit, ne? Ja. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Hast du oben Kisten oder so? Da sind mehrere Kisten, ja. Oh, ich muss mal voll machen, ich bin so überladen. Ja. Ich bin auch total überladen. Ich sprinte, aber es sieht nicht so aus, als ob ich sprinte. Es sieht aus, als ob ich schleiche oder so. So. Kann man da hoch? Ah, da. Trick 17. Und ich schleiche weiter. Ich würde sagen, solange wir kein besseres Haus haben, bleibt das erstmal unser Haus hier. Ja. So, der Holzrahmen ist unten entfernt. Dann kommt mein Bett zwischen den Kisten. Oh, schön, wir haben hier drin sogar Licht.
So. So, ach so, ich muss drei Holzrahmen aufwerten. Ja, eins, zwei, drei. Zack. So, als nächstes Lagerfeuer. Du kannst dann ja das Lagerfeuer für unsere andere Basis. Ja, mache ich dann. Ich mache hier einfach mal das Fenster zu. Ich muss auch noch drei Holzrahmen bauen. So, Kochtopf. So. Drei Frames. Dann wollen wir mal Flasche Wasser kochen. Zack. Den Blaubeerkuchen, den esse ich sofort. Yum, 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 yum. Und dann esse ich noch eine Dose Chili. So, dann kommt hier Butter rein. Oh, warte mal. Ganz kurz, bevor wir das Video beenden. Ja, kann ich den Pfeil da mal rausziehen? Wenn du das hinkriegst. Wenn du es hinkriegst, darfst du mir gerne einen Pfeil aus dem Kopf ziehen. Das war eine Schulter. Das war kein Kopfschuss, das war nur Schulterschuss. Aber warum habe ich das noch? Ich meine, ich bin noch zwischendurch gestorben. Ich weiß es nicht. Vielleicht schlagen sie mit Pfeilen zurück, die Zombies. Ich habe keine Ahnung. Das wäre noch schöner. Oh, ich muss mich mal weiter entleeren. Oh, hier ist so. Ich. Mach mal. Spiegelei kannst du das schon machen, nee, ne? Nein. Ich habe das Kochen noch nicht gelernt. Dann mache ich trotzdem mal ein Fleisch, können wir, glaube ich, machen, ne? Aus 5 Stück. Upsala. Gut, jetzt kann ich sowieso nur ein Fleischstück machen. Ich kann dann. Nee. 5 verfügbare Punkte. Speck mit Eier kann ich machen. Oh, super. Oh, kann ich doch nicht machen. Er zeigt es aber an. Ich habe es nicht gelernt. Ich kann nur verkohlt machen. So, ich gehe erstmal ein bisschen auf den Intellekt. Master Chief. Was bringt der Master Chief? Ja, Kochrezepte. Ach so, ja. Bin ich doof. Kochen hasse ich. So. So, die Tasche da hinten ist voll. So, mache ich nochmal Agility einen Punkt. So. Ach so, ich muss zum Trader. Ich muss ein Lagerfeuer bauen. So, jetzt aus. Okay, ich bin gesättigt, das ist gut. Ach, siehst du, ich wollte mir einen eisernen Knüppel bauen. Willst du auch? Ach nee, haben wir nicht genügend Eisen für. Juhu, ein eiserner Knüppel, Level 3. Und dann machen wir gleich noch eine Fuge Pfeile. So. Joa, ich glaube, wir können das Video erstmal beenden und warten. Wir warten ja eh, bis die Nacht vorbei ist. Ja. Level noch ein bisschen auf. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like, ein Kommentar oder sogar ein Abo. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten. Und denkt dran, wenn ihr findet, dass der Heinrich manchmal gemein zu mir ist, weil er mich eventuell erschießt, ganz zufällig, und ich ihn deswegen auf den Hinterkopf hauen soll, sagt ruhig Bescheid. Nein, wenn ihr nette Menschen seid, dann wollt ihr das nicht. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.